Hallo Leute, herzlich willkommen auf Dinger ist Donner Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2 und heute tun wir mal von Köln nach Brüssel, also nach Belgien, Metallträger hinliefern. Ist ein 21 Tonner. Ich würde sagen, wir legen auch einfach direkt los, denn ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und ja, wir starten rein. Ich war noch nie in Belgien, muss ich sagen. Ne? Wart ihr schon mal in Belgien? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich war noch nie dort. Hätte aber tatsächlich Bock, dort hinzufahren. Hinzufahren oder hinzufliegen. Kommt dann immer drauf an, ne? Hätte ich schon Bock, ja. Naja, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal rein. Und, genau. So. Kann diese Kacke jetzt auch mal starten. Ich musste gerade noch vorher ein Update machen. Deswegen hat das jetzt hier ein bisschen länger gedauert als sonst. Aber. Fahrt vorsichtig. Macht ja nichts. So, wir machen erstmal hier das Dingens an, dann Licht. Dann einmal Fernlicht aus. Und dann fahren wir auch schon los mit meinem neuen LKW. Ich habe ja den MAN jetzt mir geholt. Schaut euch einfach die letzte Folge dazu an. Links halten und dann links abbiegen. So, wir fahren natürlich einfach mal über Rot, weil wir dürfen das. Biege nach links ab. Am besten nicht dagegen fahren. Ich habe schon länger dieses Spiel nicht mehr gespielt, also ich glaube, ich habe das Fahren ein bisschen verlernt. Also ich sehe da gar nichts. Also ich denke, die Ampel ist grün gewesen. Habt ihr ja selber gesehen gerade. So. Fahren wir hier mal links rein. Rein da in die Olga. Zack. Aufträge. Wir machen natürlich... Das so Auftrag annehmen. Anscheinend braucht Belgien von Deutschland irgendwie diese Materialien. Und deswegen müssen wir die dahin liefern. Ich weiß gar nicht, wie weit Belgien jetzt hier entfernt ist. Ich glaube 200 irgendwas Kilometer stand da. Aber wird schon schief gehen. So. Der Innenraum ist echt hier in diesem LKW schon dunkel, muss man sagen. Also das ist das Einzige irgendwie, was ein bisschen kacke an diesem LKW ist. Vielleicht muss ich doch mal wieder einen neuen LKW holen. Ich habe irgendwie auch jetzt Bock, einfach mal so ein paar LKWs zu fahren. Und nicht immer denselben. Weil ich bin ja sonst immer nur mit dem DAF gefahren. Und ja. So. Dann fahren wir mal los. Wir müssen auch, wie man hier sehen kann, irgendwann pennen gehen, steht da. Ich habe doch hier auf F6. Nächste Pause in einer Stunde und 39 Minuten. Okay. Nach links ab. So, wir haben, wenigstens haben wir nicht so viel Gewicht. Also 21 Tonnen sind natürlich mehr. Aber das Gewicht ist halt einfach nur dadurch, dass die Metalldinger so schwer sind. Von daher können wir relativ schnell auch Gas geben. Ist natürlich jetzt nicht so schnell, ne, weil ihr seht jetzt hier, ich komme schon wieder nicht hoch, weil die Metalldinger wieder so schwer sind. Aber, ja. Sind wir jetzt schon auf dem Auto? Ah, guck. Ihr seht schon, ich werde langsam müde. Deswegen muss ich mir gleich einen Schlafplatz suchen. Ich glaube, auf der Autobahn gibt es meistens sowas. Und dann müssen wir Pause machen. Normalerweise steht bei mir jetzt hier erst, ihr seht ja da unten, nächste Pause in 1 Stunde und 3 Minuten. Aber das blaue Dings ist schon so voll. Naja, ich mache hier kurz wieder Fernlicht an. Jetzt seht ihr beispielsweise, dass ich hier nicht hochkomme. Weil diese 21 Tonnen einfach so schwer sind. Ich werde später auch den LKW-Führerschein machen, also 40 Tonner. Und ja, dann kann ich nämlich auch schön alles fahren. Demnächst rechts abbiegen. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall auf eine Autobahn drauf. So. Schön auf die, was weiß ich für eine A, dass es sein soll. Zack. So, jetzt gibt man ein bisschen Stoff hier, LKW, weil ich habe jetzt wohl nicht den ganzen Tag Zeit. So. Ich habe nämlich jetzt einfach mal wieder diese Simulation zum Pausemachen angemacht. Finde ich eigentlich ganz nice. Als wäre das die Ausbären. So. Steht der nächste Pause in 1 Stunde. Aber ich mache einfach dann jetzt gleich direkt Pause. Dann muss ich das
Weil im Prinzip muss ich so oder so Pause machen. Und ja. Tastenbelegung ist halt immer noch ein bisschen anders. Aber passt schon so. So. Ich glaube, diese Rum-Umleuchten wurden auch ein bisschen realistischer durch ein paar Mods gemacht. Ne? Weil ich habe ja auch Mods hier drauf gemacht. Unter anderem realistische Firmen. Und ja. So, jetzt sind wir auf einer Autobahn. Also um 2.20 Uhr ist hier auf einer Autobahn echt nichts mehr los. Ne? Auch das ist ein Mod, denn ich habe nämlich auch das realistisch gemacht, dass wenn es abends ist, dass halt relativ wenig los ist. Und wenn es Tag ist, ist halt sehr viel hier in den ganzen Straßen los. Und dadurch gibt es jetzt hier aktuell gerade gar keinen Gegenverkehr. Einfach weil es schon 2 Uhr nachts ist. Und ja, ihr seht schon, jetzt wird mein Dings langsam blau. Rot. Also ich muss auf jeden Fall... Oh. Ich muss auf jeden Fall Dings finden. So. Jetzt hier Fernlicht aus. Da können wir eigentlich anlassen, weil hier ist niemand. So. Also ich muss auf alle Fälle eine Pause machen. Und da ist jetzt ein LKW. So. Bitte links halten. Links halten, ja, mache ich. So. Okay. Also ich weiß nicht, ob... Also wir sollen angeblich erst in einer Stunde Pause machen, aber mein Dingens, sie werden müde. Finden sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Ja, das will ich ja finden, aber man findet hier halt nichts. Ah, doch, hier. Hier ist es. Bitte links halten. Nee, ich muss tatsächlich rechts halten, weil ich will Pause machen. So. Mal fällt er nicht wieder aus. Können wir auch direkt tanken gehen, weil das muss ich auch, wie man da sehen kann. So. Normalerweise dürfen LKWs ja auch gar nicht mehr um 2 Uhr nachts fahren, ne? Oder eine bestimmte Ruhe- und Fahrdingszeit haben die ja. Irgendwie so. Ich weiß es aber nicht. So. Machen wir auf jeden Fall jetzt erstmal Pause. Weil das gehört auch zum Job dazu. So, Kraftstoff ist vollgetankt. Dann fahren wir mal los. So. Zack. Okay. Licht aus, das aus, das aus. Und eine Ruhepause. So, wir haben jetzt bis 10 Uhr gepennt. So. Machen wir das mal wieder an. Licht kann sogar jetzt ausbleiben und wir fahren weiter. So. Guck, jetzt seht ihr schon, dass die Straßen wieder voller sind. Ups, aus Versehen, dass sie angeschaltet ist. So. Zack. Wir sind sogar jetzt schon in Belgien, wie ihr hier sehen könnt. Das ist doch nice. So, 60 km/h darf ich hier fahren, maximal. Jetzt ist halt wieder das Blöde, dass hier 100 Millionen Menschen wieder rumfahren, aber egal, macht ja nichts. So, jetzt müsste aber das mit dem Pause machen stimmen. Ja, nächste Pause muss ich jetzt erst in 10 Stunden machen. So. Immer geradeaus. Also 10 Stunden und wie viel? 46 Minuten. Das sollte doch funktionieren. So, man darf hier 90 fahren. Ich fahre jetzt einfach mal kurz hier drüber. Darf ich doch. Ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder auf die Bremse zu drücken. Nur weil hier so Kack-LKWs meinen, langsam zu fahren. Also man darf hier anscheinend 90 fahren. Und die fahren hier keine 90, die fahren hier 70 oder so. Aber warum leckt die Scheiße hier denn wieder schon so? So. Oder kannst du mich jetzt hier auch mal reinlassen? Boah, ist ja schlimm, dieser LKW. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Ich bin doch schon links. So. Geradeaus.
Zack. Also ich kann mir auch gut vorstellen, in Real Life LKW-Fahrer zu werden. Wenn es dann auch gut bezahlt ist. Wenn nicht, dann nicht halt, ne? Weil es gibt ja immer so bei den LKW-Fahrern die Probleme, dass die einfach zu unterbezahlt werden. Sagen ja sehr viele LKW-Fahrer, wird einfach nicht gut bezahlt. Und deswegen kommt halt auch immer drauf an, wo du arbeitest, also was du machst. Ich sag mal so, wenn du jetzt bei einer Spedition, glaube ich, arbeitest, kannst du schon relativ viel Geld verdienen, ne? Oder wenn du Fernverkehr machst auch. Also wenn du eine Woche praktisch unterwegs bist. Ja. So. Okay. Gut. Also das sind anscheinend belgische... Also ich merke schon, dieser Standstreifen macht auch die ganze Zeit Geräusche. In anderen Ländern, wenn ich hier mal im Spiel bin, dann macht das hier, also der Standstreifen, immer Geräusche. Boah. Und bei anderen, also in Deutschland nicht. Ja. Also ich habe auch so einen Kack-Lenkrad, ne? Deswegen, also man kann echt damit nicht richtig fahren. Aber egal. Dann noch 118 Kilometer und dann sind wir endlich am Reiseziel angekommen. So. Jetzt hier natürlich links halten einmal. Zack. So. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay. Bleibe ich natürlich. Immer geradeaus. Absolut keine Ahnung, was das hier für Straßennamen sind. Leute, ich würde aber sagen, ich mache mal kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich das geschafft habe. So, da bin ich wieder. Und wir haben jetzt nur noch 14 Kilometer und müssen jetzt hier rechts halten. So, wir sind nämlich gleich am Ziel angekommen. So. Zack. So, und blinke ich. Und dann rechts abbiegen. Meine Güte, jetzt ist ja auch noch so ein Kack-Ampelrot. Jetzt sind wir in Brüssel. So, und währenddessen das da lädt, trinke ich jetzt was. Währenddessen die Ampel rot ist, trinke ich jetzt was. So. Biege nach links ab. Zack. Und da sind wir angekommen. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show.